Hallo Freunde, yeah, herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. In der letzten Folge, könnt ihr euch denn da noch alle dran erinnern, haben wir, wir können einfach hier runterlaufen, glaube ich, haben wir ein Bruchstück des Amuletts gefunden. Eins von drei haben wir bereits, das heißt, wer jetzt gut rechnen kann, heißt, dass wir jetzt noch, weiß, dass wir jetzt noch, hallo? Weiß, dass wir jetzt noch vier Stück suchen müssen. Hab da gedacht, ne? So, da hinten ist der heilige Ausgang. Wow. Wagemutig. Öffnen Himmelsrand. Kurz mal einen Schluck trinken. Achtung. Heute ist leider nicht der gute Rio de Oro da, sondern der gute Isolite Grapefruit Citrus Geschmack von Topsport mit einem Fruchtgehalt von 6%. Isotonisch, enthält Vitamine und Magnesium, Kalorina. Also Light steht jetzt hier nicht für Licht, sondern für wenig Kalorien. Und wir gucken jetzt mal. Wo wir denn hinwürfen? Wo wir denn hin müssen? So, was hatten wir? Das hatten wir, genau. Gaiamons Halle oder in Saartal? Gucken, was hier näher dran ist. So, wir haben hier einmal. Das hier unten ist die Energiequelle. Dann haben wir zu unserer Rechten Saartal. Und wieder zu unserer Rechten, hier, ich würde sagen, wir gehen mal kurz, doch, hier hin. Bald ist Karneval und ich freue mich schon tierisch drauf. Oh, es geht weiter. Kleinen Moment. Ich muss mal kurz was einstellen. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Hä? Ah, ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach oben, wie? Das war's dann wohl. Ich muss los. WTF? Was ist hier los? So. Muss ich mal gucken. Schlüssel, Bücher. Hier. Dragon Hunter. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Zedgeir. Und ich habe die Ehre, Jarl der stolzen und ehrenwürdigen Stadt Falkenring zu sein. Man hat mir aus ganz Himmelsrand von euren Großtaten berichtet. Wenn ihr euch für das Amt des Tane von Falkenring interessieren könntet, sprecht bei eurem nächsten Besuch in Falkenring noch bitte mit mir. Neben der Ehre, die dieser Titel mit sich bringt, hat ein Tane außerdem Anrecht auf einen eigenen Huskarl. Und ganz unter uns, sollten sich eure Dienste für mich als nützlich erweisen, könnte es durchaus sein, dass eine hervorragende Parzelle in Falkenring für euch frei wird und nur für euch. Ich freue mich schon darauf, euch persönlich kennenzulernen. Ich verbleibe Jarl Zedgeir von Falkenring. Ja, wir sind aber bereits, lass mich nicht lügen. Ich will mich da nicht blamieren jetzt. Wir sind bereits Jarl von Weißlauf. Wir sind Jarl von Weißlauf. Was auch sonst. Wir haben das ganze Spiel übersprungen. Wir sind natürlich der Tarnung von Weiß... Warum? Hallo? Ach, okay. Oh, wow. Das ist diese... das ist die normale Geschwindigkeit. Und so sprintet er immer. Ich verstehe. Ich muss kurz gucken, wo ich hinrenne. Geradeaus einfach. Ja. Da. Wir sind nein, ja eigentlich schon... Leid. Nichts. Ja, ist in Ordnung. Wir sind eigentlich schon Tane von... Man, wo gehe ich denn wieder hin? Ach, da müssen wir hin. Tane von Weißlauf. Und haben ja schon einen Huskarl. Lydia.
Lydia, du bist so wunderschön, Lydia. Ja, wir haben schon Lydia. Und ich weiß es nicht. Wenn wir da natürlich ein Haus kriegen und Falkenring, ich kann mich da jetzt nicht mal an die Stadt erinnern, aber ich vermute mal, dass sie etwas luxuriöser sein wird als Weißlauf. Wir müssen uns mal überraschen lassen. Ich will jetzt hier auch nicht wie so eine kleine Schlampe von Tane zu Tane A bis Y Z wechseln. Das sind wir einfach nicht. Jetzt gehen wir hier rein. Giermunds Halle. Ich habe ein wenig Angst, Jungs. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich nehme noch einen Iso-Drink, damit die Spannung auch, damit ich total, total fit bin. Ich werde nur schnell einen Kaugummi reinwerfen, damit ihr nicht meinen stinkenden Mundgeruch im, aus dem Mikro riecht. Los geht's. Hallo. Ich hätte hier gern ein Bruchstück. Oh. Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Stirb. Oh, die zwei Einhandäxte sind sehr, sehr gut. Muss ich da runter? Ich guck erst noch mal kurz. Hier ist nichts. Da, ach, hier ist noch ein Abenteurer. Verlorene Legenden. Zaubertrank. Das war's auch schon. Wie gesagt, die Bücher werden wir uns sicher mit Sicherheit mal alle durchlesen. Wir müssen hier runter. Kann ich jetzt hier einfach so runterspringen? Puh. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ist hier, was? Was war das für ein Geräusch? Freunde. Zack. Einfach durchgemetzelt. So, was haben wir da noch? Ein beschädigtes Buch. Die können wir aufschließen. Truhe. Gold. Zaubertrank. Zaubertrank. Hör auf. Ich wollte eigentlich... Will ich denn hier schon lang? Will ich noch gar nicht, oder? Was haben wir denn da? Ach, raus und da. Okay. Okay, ich will aber eigentlich noch durch diese eine Tür da, die wir aufschließen konnten. Kleinen Moment, Lydia. Die hier. Konzentrieren. Okay. Zack. Wir sind einfach der Knackergott. Nun Zaubertrank. Beschlagene Rüstung. Zaubertrank der Heilung. Ein Eisenschild. Was haben wir denn hier noch? Nichts, was uns nur sonst interessieren könnte. Gruselig. Gruselig, gruselig, gruselig. Jetzt gehen wir hier runter. Was haben wir hier? Adler, Fisch. Oh Gott. Ach, jetzt. Von wo? Wieder, du machst das schon. Zack, und jetzt. Oh, Lydia. Zack. Und zack. Bam. Stirb, du Luder. Ah. Lydia. Was hast du mir angetan? Es sind überall so Säulen. Das Problem ist... Das wäre auch zu einfach gewesen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Säulen zum Drehen und haben 4 Zeichen. Von wie gehen wir denn jetzt vor? Adler, Fisch, Fischschlange. Vielleicht Adler... Moment. Adler.
Und da ist auch noch einer. Genau, vielleicht auf die Seite. Adler und Fisch. Und hier Fisch und Schlange. Das wollen wir jetzt nochmal versuchen. War das das Rätsel oder hat Talbach TV wieder irgendwas übersehen? Oh. On guard! Jawohl, einhändig verbessert auf 32. Es geht ab hier, ey. Ah, das hättest du besser mal sein gelassen, ne? Die, ey. Ah, das geht schon gut ab mit einer Hand. Wo ist der andere Droger? Gold, ganz wichtig. Ah, da sind wir schon bei 600. 616. Lydia. 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 Aua. Von wo? Hä? Von da hinten. Fürst Giermund, Erzmagier von Windhelm, oberster Kampfmagier von König Harald. Magier, tot wie lebend, dient uns, haltet ewig eure Wacht, schützt das Reich mit diesen Siegeln vor drei Verrätern und Zwietracht. Ja, wir nehmen hier einfach mal alles auseinander. Das war gar nichts. Komm ich da nicht hin? Von wo schießen die denn? Ach, von da oben. Okay, Lydia. Nein. Lydia. Oh. Hey, bleib hier. Zack. Zack. Und die Drehung. Und nochmal und nochmal und nochmal. Moment, ich muss mich kurz ausruhen hier. Verdammt! Oh. Lydia, streite dich doch jetzt nicht mit denen. Ah, hier müssen wir durch. Da ist das Ziel. Da ist der Zaubertrank. Der Unsichtbarkeit. Geil. Da hinten ist das Ziel. Wir sind kurz davor. Ist hier noch irgendwas Nützliches? Ach, jetzt gehen wir einmal hinten rum. Tschüss. Zack, in den Rücken. Und die Drehung. Und dann mit... Oh, Lydia. Was haben wir denn hier? Geilen Bogen. Lederstreifen. Nehmen wir mal mit. Oh, Stiefel. Ah. Ich bin ja nicht blöd. Wie kommen wir denn jetzt da dran? Irgendwie müssen wir da dran kommen. Müssen wir da zunächst den Hebel? Wie kommen wir da dran? Ach, da oben ist noch ein Hebel. Lass mich dein Gold nehmen und deine Nordpfeile. Wir sind schon wieder fast voll. Außer Drehung. Und zack, den Arm abgehackt. Hey, ist gar nicht cool. Geil. Boah. Im Kopf hängen geblieben. Danke für dein Gold.
Toll, Lydia. Was hast du wieder angestellt? Da bin ich einmal nicht hier. Können wir das nicht umgehen? Können wir nicht, aber hier ist irgendwas. Hier ist einfach nichts. Okay. Lydia, bitte. Lydia. Mir ist der Fuß eingeschlafen. Bestimmt irgendwo ein versteckter Fall. Okay. Okay. Ja. Okay. Schön machst du das, Lydia. Schön. Komm, bleib schön auf allen Vieren. Kriech dich durch, Lydia. Schön, Lydia. Oh, du bist... Lydia! Komm, Lydia. Lydia. Renn, Lydia, renn. Da finde ich keine Worte mehr für Lydia. Okay, hier irgendwo ist... Da hinten ist es. Okay. Ich will ihn nicht direkt überstürzen. Will nichts überstürzen. Okay, wir sind da. Na komm. Goldison. Nein. Fuck. Hey, das ist so unfair. Jetzt müssen wir wohl erstmal den töten. Ah, klasse, mache ich das. Komm, ich schnapp mir... Ach, das ist so ein Drecksack. Das ist er wohl. Na, du kleiner Penner. Da ist er. Ist das ein Drecksack? Lydia. Ich hab ihn, Lydia. Lydia, wir sind einfach Kings. Fragment von Goldos Amulett. Alter Nordfall. Gold. Versiegelungsformel. Würde ich gerne mitnehmen, aber zu schwer. Wir haben's geschafft, Lydia. Wir haben's geschafft, Lydia. Oh Lydia, du bist so schön und heiß. Oh Lydia. Du kannst gar nicht denken, was ich weiß. Das reimt sich zwar gar nicht, aber ist mir egal. Lydia, oh Lydia, du machst mich so heiß. Komm nicht den Felsen hoch. So, perfekt. Eine Folge für ein Amulett. Ach, Lydia, ach, da ist doch... Nee. Okay, noch einmal alles zusammen... Zusammenreißen. Ah, ne? Wirbelsprint. Yeah, baby. So, direkt wieder. Verwende Drachenseelen. Ich will aber den hier. Lydia. Was? Das war doch metertiefes Wasser. Los, Lydia. Sprint mit mir zum Ausgang. Ja, es war wieder spannend wie immer. Wir haben es klasse gelöst, muss ich wirklich sagen, in einem durch. Ohne zu sterben. So langsam kommen wir. Wir kommen. Oh, eine... Aua, ah, aua, aua. Ich gehe ja schon. Nein, da will ich nicht. Wie komme ich denn jetzt hier... Ah, wie komme ich denn jetzt hier raus? Das würde mich auch mal interessieren. Hier durch bestimmt.
Komme ich hier raus? Da bin ich ja eben nicht lang getaucht. Ah, eine Truhe. Gold. Wie kommen wir denn jetzt wieder hier raus? Hilfe! Hilfe! Wie kommen wir nicht mehr raus? Ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Elder Scrolls V Skyrim. Bis dahin, adios.